können da etwas lustig werden. Skeff Island oder da hinten zu dem? Etwas geärgert habe ich mich eine Träne zerdrückt, als ich eine Zigarette geraucht habe. Das war so fies, Alter, hat er da die ganze Zeit hingeaimt. Bloß mal einen Blick, bitte. Zwei solche Mützen, Alter. Das hat sich ja voll gelohnt. Na, warte mal. Loot XP kann man mitnehmen. Haben wir uns schon die Mühe gemacht. Den hätte ich umgeschossen. Hallo, die meinen es ernst. Lauf! Ich dachte, das war schon Sendepause, weil... Willst du mich verarschen, sag mal? Mann, kann man denn ja nicht mal in Ruhe eine scheiß Quest machen? Was hast du nur davon, Idiot? Danke für die Pistole, mein Bester. Alles wieder in Ordnung. Wir sind wieder im Reinen. Oh, Alter. Leck mich am Arsch. Das schöne Rick hätte ich gern mitgenommen. Mit einem Bügeleisen. Du bist halt ein knallerer Kerl, Dr. Evil. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass die Skeffs da hinten beschossen werden von einem Spieler, der da hinten aus der Ecke kommt, Richtung Lighthouse. Da haben wir mich geballert wahrscheinlich. Also offensichtlich, weil der eine war ja richtig stresssüchtig. Er hat Putz gesucht. Ja, ist wieder keiner, Alter. Mit diesen dummen Hunden. Oder die hocken hier irgendwo im Gebüsch oder hinterm LKW. Jetzt? Was war denn das für ein Geruckel jetzt? Habt ihr das auch gesehen? So ein Gezitter irgendwie. Ob die Sniper nach oben stehen? Aber ich muss auch zugeben, mir ging gerade, als der Typ mit seiner Schrotflinte auf mich zukam. Ich erzähl gleich weiter, wenn das Flugzeug vorbei ist. Ich muss schon sagen, als was sagen wollte, ich hatte schon ein bisschen so Arschwasser, als der mit seiner Schrotflinte auf mich zukam. Zum Glück war er auch so aufgeregt wie ich. Ich war halt cool. Ins Bein, bitte.
Yes, noch einen Schuss ins Bein. Steht er wieder? Er wird doch nicht verreckt sein. Liegt da mausetot auf dem Stein rum. Oder? Ne, da ist er wieder, oder? Ne, ist das ein Baum? Ja, ist ein Baum, der da hinten durchguckt. Ach. Naja, dann. Muss hier Nummer 2 sein, Sportsfreund. Ich glaube, der Arme hat den Arsch ran gemacht. Ey, wartet, hier hinten war ja das Socks, was auf mich geschossen hat. Dem ziehen wir jetzt das... Was war denn das? Sich angehört, als hätte jemand Teller geschmissen. Ich habe bei mir das Fenster offen und wenn dann ein Auto durchfährt, dann kann das schon mal auch komisch im Mikro klingen. Aber das war ja jetzt richtig eigenartig und es war auch vor allem kein Auto zu hören und zu sehen. Ja, zu sehen eh nicht, weil es wird nicht durch meine Bude fahren. Hoffentlich. Aber es war ein sehr eigenartiges Geräusch. Sehr. Das Dumme ist, hier komme ich, glaube ich, nicht gut auf... Oh, jetzt meine Frau. Ich glaube, ich muss die Zimmertür zumachen. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn einer draußen vorbeiläuft. Hier komme ich schlecht auf 40 Meter ran, ohne dass die mich sehen. Was ist denn da hin? Ich muss sie auch mit durch Schüsse in den Thorax töten. Ist eine Daily, glaube ich. Erstmal einen, Alter. Willst du mich verarschen? Was war denn gerade mit dem? Oder dem anderen vorhin? Die wollen mich doch verkackeiern. Oh. Trinken geht zur Neige. Wir müssen unbedingt was zu trinken organisieren. Und vielleicht hat er ja was dabei. Keiner hat einen großen Rucksack. Das ist doch schon böswillig. Gucken mal zur Bushaltestelle und dann runter nochmal zum Energiewerk, zum Wasserwerk und dann machen wir uns raus. Weil, wenn ich... Das wird eng. Ich glaube, es wird sehr eng. Eine 31 Wasser noch. Was willst du denn jetzt schon wieder? Achso, ich bin gerade gelaufen, dann habe ich mich hingehockt. War das früher auch schon so, dass da so empfindlich war? So eine Mimosa. Eine regelrechte Mimosa. Weil, wenn ich nachher zu wenig Wasser habe, dann verschwimmt die Sicht. Painkiller habe ich auch nicht mit, deswegen ist es, können das unschöne Erfahrungen werden. Hmm.
Was ist denn jetzt passiert? Die alte Kriegsverletzung ist wieder aufgebrochen. Oder habe ich mich nicht geheilt? Das kann auch sein. Der kuschelt schon mit dem Bus. Das ist, glaube ich, auch sinnlos hier. Nee. Keine Sau mehr da. Habe ich denn seinen Schrot nicht mitgenommen? Tatsache. Ich will doch nur noch einen ins Bein schießen. Hier, den Skeff haben sie auch, glaube ich, wegrationalisiert. Da habe ich auch schon seit Jahr und Tag keinen mehr gesehen. Alles mausetot. An der Baustelle haben sich doch sonst auch mal Skeffs umgetrieben. Glaube ich, auch wegrationalisiert. Warum eigentlich? Das ist ein Stash. Wäre schön, wenn was zu trinken drin wäre. Merci, merci. Sehr schön. Aber was zu trinken wäre mir auch recht angenehm. Oh, es geht zur Neige. Naja, gut. Wir brauchen jetzt nicht mal gucken. Machen wir, dass wir rauskommen.
da hätte er mich jetzt ja fast nur umgelegt. Meine Herren. Hoffentlich hat er was zu trinken dabei. Oh, Rettung in letzter Sekunde. Das war knapp. Ah ja. Sind sie schon durchgefaucht wie die Raketen, ne? Nö, hier steht noch was.